Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Assassin's Creed Odyssey, letzte Folge Politik und Kunst. Und heute geht's weiter. Heute retten wir noch die. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Muse von unserem Schauspieler, denn sonst will er nicht auftreten und das Stück ist ja sehr, sehr wichtig. Guck mal, das sind die, die wir in der Bar getroffen haben. Sehr geil. Hier ist die Athena Agora. Okay. So, sprich mit Ai-Kathrin. Die muss zu dem Stück kommen, sonst tritt er nicht auf. Also müssen wir wieder aufpassen, was wir sagen. Oh Mann, apropos aufpassen, was wir sagen. Ich bin ja gespannt, ob das, was wir... Ob das, was wir zu Deimos, also zu unserer Schwester gesagt haben, ob das geholfen hat. Da wäre ich echt gespannt. Werden wir aber jetzt noch nicht sehen, werden wir es später sehen im Laufe der Geschichte. Bis sie überzeugen konnten, den Kult zu verlassen. Aber jetzt sind wir erstmal bei Ai-Kathrin. Haus der Aphrodite. Muse. Sie ist also eine Hetäre und keine Muse, denke ich mal. Oder vermute ich? Oder ich weiß es nicht. Aphrodite ist ja immer so ein Begriff, ne? Diese Göttin der Schönheit. Nicht wirklich, mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Kleons Ruf zu schützen. Aber dich zu bedrohen? Künstler sind ein abergläubischer Haufen. Befehlshaber Rexenor weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit. Er ist einer von Kleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Tut mir leid. Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier. Er wüsste sofort, wenn ich zu Thespis gehe. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue... Gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Damit kompensiert er andere Dinge. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. So, und genau den holen wir uns jetzt. Der letzte Kultist des Attischen Seebundes.
Ohne Zweifel steht dieser Rexer noch mit dem Kult des Kosmos in Verbindung. So, weg hier. Wir müssen den Kultisten niederschnetzeln. Jede Menge Wachen, die nicht schlafen. Ne? Das ist so ein... Wenn ich könnte ich mir wieder erzählen. Ein Problem. So, wo ist unser kleiner Freund? Das ist er doch, ne? Ach, du hast ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Ja, du bist einer davon. Nein, 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 nein. Boah, Alter, spinnst du? Und den hinter mir mal im Auge behalten, genau deswegen. Ah, kommt ein Herr Kopfgeldjäger. Hupala! Ich glaube, wir sind ein bisschen mehr giftresistent als der. Okay, das Ganze habe ich mir leichter vorgestellt. Was macht er denn hier für Spießen? Oh. Oh. So. Oh. Alter. Das ist dein Ende. Na? Alter, jetzt halt still, Junge! Der ging mir hier auch die ganze Zeit auf die Eier. Auf die Eierstöcke. So, haben wir ein bisschen mehr Beute gemacht, als ich eigentlich gedacht habe. So. Ich rotte euch alle aus! Ganz genau so ist es, Alexios. Und apropos ausrotten. Ach, Ikarus. So. Davon wird sich Athen nicht so schnell erholen. So sieht's aus, mein Freund. Dann schwächen wir die gleich mal noch ein bisschen mehr. Zack. Dann können wir hier abmarschieren. Wir starten Eikatrin Bericht der kleinen Muse. Und bringen ihr das kleine Schwert von Rexenor. Ladebildschirm? Was sonst? Na? Na komm. Ist das Beweis genug für seinen Tod? Nicht das Schwert, das ich meinte. Aber solange er tot ist... Mein Teil ist erfüllt.
Sorge dafür, dass Thespis rechtzeitig zur Vorstellung im Theater ist. Du bist verspannt. Komm her und leg dich hin. Wir haben Zeit für etwas Spaß. Oder geht es dir immer nur ums Geschäft? Na ja, was soll's? Ist das bei dir? Dann hast du also doch Blut in den Adern. Und das Toast. Doch was ist mit Thespis? Thespis ist Schauspieler. Die Hälfte der Mädchen hier sind irgendwann schon seine Musen gewesen. Und damit gönnen wir Alexios eine kleine Pause. Und eine neue Muse, ne? Doch jetzt sollten wir uns um Thespis und Aristophanes Stück kümmern. Dieses Stück scheint dir wichtig zu sein. Wir hoffen, damit etwas zu verändern. Zum Besseren. Ich sehe noch mehr in deinen Augen. Aber wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Es reicht, wenn du weißt, dass ich vorhabe, Männer wie Befehlshaber Rexenor und Cleon aufzuhalten. So, dann marsch, marsch, ab mit dir zu Thespis. Und wir machen zu Aristophanes und schauen jetzt, ob Thespis auch rechtzeitig bei seinem Stückchen ankommt. Stückchen, kleines Schwert, was für eine Folge. So, dann hier links und immer schauen. Noch zwei Kopfgeldjäger sind es immerhin noch. Das heißt, wir müssen uns noch etwas vorsichtig bewegen und immer mal oben so ein bisschen in die Zeile schauen, ob da oben nicht links oder rechts ein roter Helm auftaucht, mit dem Befehl, uns auszuschalten. Gegen Bezahlung, versteht sich. Wir machen ja auch die ganze Zeit dasselbe mit Alexios, also ab und zu, wenn natürlich die Auswahl kommt, dass wir freiwillig helfen, dann machen wir das. Apropos freiwillig helfen und bezahlen. Hey. Hey. Hallo, Mr. Schmied. Ich brauch dich mal. Was kann ich für dich tun? Na, einiges. Schau mal, ich habe das ganze Zeug hier gefunden. Du könntest mir aber einen riesigen Gefallen tun. Denn so langsam wird die Luft ein bisschen dünner. So, und zwar mal ganz kurz, mal ganz schnell hier einiges verbessern. Das können wir dann sowieso wieder machen, weil wir sind fast Level 64. Aber was nützt es dann, wenn wir dann zweimal das Geld ausgeben müssen, ne? Wenn wir es jetzt halt immer nach und nach einmal machen können. So. Wir haben ja genug. Mittlerweile haben wir wirklich genug. Also muss ich sagen, im Gegensatz zum Anfang vom Let's Play, wo wir wirklich nur rumgeritten sind, rumgereist sind und jeden Baum aus der Erde gerissen haben für ein bisschen Holz, muss ich jetzt sagen, jetzt kommen wir ganz gut zurecht. Jede Menge Metall am Start. Die Adrastea ist auch schon voll ausgerüstet. Wo ist denn... Was tragt man eigentlich hier? Meistergürtel der Artemis. Achso, da haben wir jetzt bestimmt schon entwickelt. Ha. So, damit haben wir alles. Sehr schön. Komm jederzeit wieder. Na, aber gerne doch. So, jetzt machen wir weiter. Und erstatten Aristophanes Bericht. Und dann mal schauen, was aus seinem Stückchen wird. Wieder Stückchen. Das kleine Stückchen. Oh nein, bitte nicht wieder um den Berg herumlatschen. Ja gut, gehen wir hier lang. Ich hoffe ja, dass er Erfolg haben, dass wir Cleon aufhalten können mit dem Theaterstück. Ist ja definitiv nicht hier oben, denn das Zeichen ist ja da unten. Also brauchen wir hier gar nicht hochklettern und wieder Ärger ein. Sondern gehen wir direkt hier lang.
stehen hier noch ein bisschen so, ja, durch die Überreste eines Steinbruchs, ne, oder beziehungsweise angelieferten Marmor aus einem Steinbruch, und hier wird er weiterverarbeitet. Geht's jetzt da runter? Ja, geht. Ich gehe. Wieder vergessen, das Pferd zu rufen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr für 100 Meter. Und hier sind wir auch schon am Theater. Alle hüpf, aber voll eingerastet. Theater des Dionysos. Und da ist Aristophanes. So, ich hoffe, Thespis ist aufgetaucht und wir können anfangen. Denn so langsam aber sicher kommen wir ja zum Ende von Assassin's Creed Odyssey. Habt's gesehen, die Kultisten sind fast alle aufgespürt oder aufgehalten. Fehlen nur noch Deimos, Kleon und der Geist des Kosmos in der Mitte. Bitte sag mir, gibt es Neues von Thespis? Es geht ihm gut. Und er tritt in deinem Stück morgen auf. Oh, den Göttern sei Dank. Ich weiß, wie Schauspieler sein können. Das Leben in Athen ist mir zu kompliziert. Ich wäre lieber unter Bauern, als hier im Theater zu arbeiten. Nun, es ist nicht für jedermann, aber es ist ein schönes Leben. Hier, für deinen Aufwand. Das Volk mag das Herz von Athen sein, doch mein Stück ist seine Stimme. Okay, sind wir mal gespannt. Also er möchte quasi eine Parodie, eine Karikatur über Kleon aufführen. Und ihr wisst auch, dass er ein Schwein zum Lehrmeister hatte. Welch Frechheit! Weil ich just den Antrag stellen wollte, ein Denkmal in der Stadt euch zu errichten. Wegen eurer Tapferkeit! Wie er uns, alten Herren gleich, scharwenzelt und umschleicht, um zu täuschen. Doch diesmal soll die Hinterlist sich bücken und an unserem Fuße abprallen. Oh, Verschwörung, Mord, sie prügeln mich. Und da zieht er ab, der kleine Kleon. Quest abgeschlossen, nicht ohne meine Muse. Und dann bin ich mal gespannt. Neue Quest. Die Ritter. Kehre zu Sokrates zurück. Ja, und ich denke mal, wenn das die Quest schon heißt, die Ritter, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei den Rittern der Tafelrunde. Ich bin dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Rob.